Halleluja! Nein, halt einmal. Nein, habe ich dir jetzt. Das heute wird einmal ein Video, das nicht so typisch ist wie die anderen alle, wo ich ein bestimmtes Projekt habe und euch da mitnehme. Nein, das heute, das wird so ein Wurstsalat, allerlei. Also, ich habe mehrere Sachen und jetzt schauen wir mal. Ich weiß selber nicht, was das wird, aber wie man sieht, bin ich momentan am Sägewerk dran. Die Bäume, die ich da jetzt aufschneide, das sind die, wo ich da letztes Mal beim Holzspalten gesagt habe, die, die schade sind zum Brennholz machen. Da schneide ich jetzt momentan 8×8er Kanthützel, haben da unten ein paar. Und da oben sind Dreier Breder, das da unten ist ein ungesamtes Dreier Bredel. Es ist nicht mehr das beste Holz. Man sieht das da auch. Da haben diese Holzwespen, da krackelt sogar so ein Laufen rum. Da haben so Holzwespen drin. Da vorne sieht man es auch besser. Also da haben überall so Einbohrlöcher, von denen ich laufen. Das geht jetzt nicht ganz durchs Holz durch. Die haben meistens so in die oberen 4-5 cm drin. Für das, was ich das Holz hernehme, ist jetzt nicht so schlimm. Also für das kann ich es schon hernehmen. Schreinerholz weiß jetzt natürlich keins. Die 8×8er Kanthützel, die nehme ich als Pfosten her für meinen Zaun, den wo ich baue. Dazu aber später. Und die Breder werde ich wahrscheinlich so als Ausstrebung in die Ecken nehmen. Ich habe jetzt den Stamm schon mal auf drei Seiten gesamt und da drei Breder runtergeschnitten. Aus dem Kantholz oder aus dem Stamm werde ich jetzt noch 4, ja, vielleicht bringe ich sogar 6 Kanthützler raus, also 8×8er. Übrigens schneide ich diesmal wieder mit einem Sechbandel, das ich selber geschliffen und geschränkt habe, und zwar mit dem, das ich bei dem Video, wo ich das Schränkgerät vorgestellt habe, links, rechts im Wechsel geschränkt habe. Also ohne diesen Räumzahn, wo jeder dritte Zahn einfach gerade steht. Jetzt habe ich mir aber die Arbeit gemacht, um einen besseren Vergleich zu haben. Ich habe das erst komplett mit der Hand durchgeschränkt. Ich habe da so eine Messuhr. Die schaut da so aus. Das ist eine digitale Messuhr. Also kennt ja jeder mit dem Stift da. Und das da kann ich als Anschlag nutzen. Dann kann ich den auf 0 stellen. Und dann kann ich jeden einzelnen Zahn messen, wie weit der an der Spitze geschränkt ist. Da haben wir dann in der Werkstatt so eine Art Vorrichtung gebaut, damit ich das Sägebandel mehr oder weniger grob einspannen kann. Also dass das nicht so einen Bogen macht, weil sonst kann ich es ja nicht gescheit messen. Und dann bin ich wirklich jeden einzelnen Zahn durchgegangen. Weil durch das, dass er vorher eine Dreierteilung gehabt hat und ich jetzt bloß nur eine Zweierteilung habe, ist teilweise gewesen, dass ein Zahn, der nach links geschränkt war, nach rechts geschränkt werden hat müssen. Und damit da wirklich jeder Zahn das gleiche Maß hat, bin ich da jeden einzelnen Zahn durchgegangen, habe jeden einzelnen Zahn gemessen und habe den auf das exakte Maß geschränkt. Ich glaube, ich habe jetzt ein Maß von ungefähr 0,4 bis 0,45, was dieser Zahn außer der Mitte ist. Das heißt, insgesamt habe ich dann mit der Bandstärke, glaube ich, die muss man auch mitrechnen. Das Bandel hat 1 mm oder 1,1 ungefähr. Und dann kommt man insgesamt auf ungefähr 1,9, knappe 2 mm Sägeschnittstärke. Also es ist ungefähr das gleiche, was diese Bandler haben, wenn sie original geschränkt sind. Nachdem ich das Bandel dann komplett geschränkt gehabt habe, habe ich es dann natürlich auch geschliffen, weil im Extremfall jetzt der Zahn, der zuerst nach rechts geschränkt war, also bei euch jetzt so, und ich den dann nach links geschränkt habe, die Zahnspitze ja genau in die falsche Richtung geschliffen war. Das habe ich in dem Video zu dem Schränkgerät ja damals auch nicht gemacht gehabt. Also das war mehr oder weniger nicht so wirklich verwertbar, dieser Test. Das war einfach bloß einmal, um zu sehen, ob überhaupt was geht. Das da, ich werde da nochmal ein separates Video drüber machen. Das ist jetzt einfach nur so ein Test für mich, um zu schauen, ob es sich rentiert, da nochmal ein extra Video zu machen. Aber so viel kann ich vorweg schon mal sagen, ich glaube, das rentiert sich. Ich zeige euch bloß kurz einmal so diese Schnittqualität. Klar, sieht man jetzt da ein wenig so Riefen, weil da der Ast ist und dann schwingt es sich ein wenig auf. Aber so im astfreien Bereich, das Sägebandel steht jetzt diesen konventionell geschränkten mit Räumzahn,
ich würde sagen, überhaupt nichts mehr nach. Vielleicht sogar im Gegenteil, es ist, nein, ich würde jetzt nicht sagen Hobelqualität, aber es ist echt ein feiner Schnitt. Wellenschnitt ist auch kein Thema. Jetzt, obwohl es so ostig ist, gehen wir mal durchschauen. Vielleicht sieht man es. Naja, man sieht es nicht gescheit, glaube ich. Aber Wellenschnitt ist da eigentlich kein Thema. Das habe ich jetzt hier auch gelernt mit dem Video vom Weidejack und mit dem, was ich jetzt die letzte Zeit ausprobiert habe. Es hat eigentlich hauptsächlich was mit dem Vorschub zu tun, das mit dem Wellenschnitt. Wasser hin oder her, ja, die Sechbandel muss scharf sein, ist klar, die Spannung muss stimmen, das tue ich nicht weg, aber hauptsächlich, glaube ich, liegt es wirklich am Vorschub. Ich schneide jetzt den Balken noch fertig auf, mache da jetzt ging er bloß 4 so Kanthützler raus, aber ist wurscht, ich habe vorne auch noch welche. Ich schneide jetzt die Kanthützler fertig raus und dann schauen wir mal, was ich da noch treibe. Der Baum ist jetzt fertig aufgeschnitten. Da vorne liegen jetzt ein paar Bräder, da hinten liegen ein paar Bräder und da liegen die Pfosten, wo ich geschnitten habe. Die werde ich jetzt dann auf den Kippern auftun, so lange wie es sind. Pfosten schneide ich dann erst im Holzdrehm, wenn ich es brauche. Und zu dem kommen wir jetzt. Und deswegen steht da das Backel. Ich habe euch ja in dem Video, wo es um den Schotter gegangen ist, mein Kipper gezeigt und das Problem, was ich mit der Deichsel habe. An der Stelle muss ich mich jetzt erst einmal ganz herzlich bedanken, besonders an zwei Leute, und das ist einmal wieder mal der Johannes und einmal der Daniel, glaube ich, heißt er. Ja, Daniel heißt er. Die haben sich da wirklich bemüht. Und zwar haben wir diese Stange, diese Druckstange, die zeige ich euch jetzt dann auch gleich, ausgebaut und haben es mal gemessen. Dadurch habe ich festgestellt, dass meine Stange eigentlich genauso ausschaut wie sein soll, also von der Länge und von dem zugeschwarzten Ende da. Ob diese Feder da jetzt drin sein muss, ist ja wurscht. Die ist jetzt da drin und die tut eigentlich nichts, aber die Länge stimmt. An der Stange liegt es schon mal nicht, dass das mit der Auflaufbremse nicht gescheit funktioniert. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass bei mir ein Teil fehlt. Und das habe ich mir jetzt bestellt. Ich zeige es euch. Da ist jetzt noch einiges mehr drin in der Schachtel, weil für das Drum, das hat nicht einmal 5 Euro gekostet, wollte jetzt keine 8 Euro oder 7 Euro Versand zahlen. Darum habe ich noch einiges mehr damit bestellt. So Fangschalen, 2 Stück. Die haben bei mir nämlich Mangelware, da habe ich bloß 2. Dann so Unterlenkerkugeln, einmal Kategorie 2, 2. Also das innere Loch ist Kategorie 2 und die Kugel ist Kategorie 2. Dann Kategorie 1, 2, heißt Kugel ist Kategorie 2 und das Loch ist Kategorie 1. Davon überall ein paar. So Splint dazu, die haben bei mir auch immer Mangelware. Und dann noch so Staubschutzkappen für Hydraulikanschlüsse. Die habe ich gesehen, die wollte ich einfach mal probieren. Ich habe nämlich da bei mir jetzt momentan so eine Gummistopsel drauf, die wo ich dann rausziehen muss. Und bei einem ist dieses Schnirl da schon abgerissen und dann muss ich den in meine Hosentaschen tun oder was. Da möchte ich jetzt diese Staubschutzkappen drauf tun und dann haben die nämlich auch farblich gekennzeichnet, grün und blau. Dann weiß ich immer, was Drucker und was Ziehen ist. Aber das bloß so nebenbei, das drum, um das, was eigentlich geht, ist dieser Gummiblock. Der heißt Dämpferscheibe, ist aus Gummi und der kommt nämlich zwischen dieses Druckgestänge, das ich ausgebaut habe, und dieser Zugstange, die wo dann aufläuft und auf diese Druckstange, Druckgestänge draufdruckt, damit es bremst. Ich weiß nicht, ob dieses Teil so entscheidend ist, damit es deswegen so rumpelt, aber es sind doch ja, knappe 2 cm. Das drum baue ich jetzt ein und dann werden wir schauen, ob es besser geworden ist oder ob es doch an was anderem liegt. Um das Druckgestänge geht es, das kennt ihr ja, und das ist beim Johannes und beim Daniel 49,5 cm ungefähr lang. Bei mir hat es jetzt 49,2, aber diese 3 mm, glaube ich, die dürften nicht viel ausmachen. Und dieser Dämpfergummi, Dämpferscheibe, wie es heißt, die kommt da jetzt so drauf. Also das heißt, die wird da, wo dieses Druckgestänge reingeschoben wird, da reingeschoben und mit dem Druckgestänge dann bis ganz fertig geschoben. Ich merke, da hat man gar nichts von dem Gummi. Aber das ist wahrscheinlich, liegt das da drauf, dass das noch so schräg ist. Schauen wir mal. Na, das rumpelt trotzdem noch. Ah, jetzt. Jetzt ist es ganz vorn.
Da bin ich ja gespannt, ob das was bringt. Naja, aber man sieht auf jeden Fall, das ist um, ja, um wie weit? Ja, um 2 cm weiter rasten das Gestänge. So, jetzt baue ich den Rest noch zusammen. Das heißt, die Gabe da rein, das ist ein wenig ein Gefutzle. Und den Splint dann wieder durch und dann schauen wir mal, ob es was gebracht hat. Zusammengebaut habe ich jetzt alles wieder. Der Splint ist drin, das Druckgestänge ist drin, die Dämpfungsscheibe ist drin. Und was ich jetzt schon mal von vornherein sagen kann, was jetzt auf jeden Fall besser ist, die Handbremse ist rassen und die Deichsel liegt jetzt nicht mehr auf dem Boden auf. Das war nämlich vorher so. Die Deichsel ist jetzt ungefähr 15 cm, würde ich sagen, vom Boden weg. Jetzt, wenn ich die Handbremse anziehe, ist ja klar, dass die Deichsel weiter über dem Boden ist. Und wenn ich die Deichsel jetzt mit der angezogenen Handbremse nach unten drücke, dann sieht man, wie diese Überlastsicherung, also diese Feder in dem Rohr da drin arbeitet und wie sie das zusammenschiebt. Also das ist jetzt schon mal wieder alles gängig. Es macht einen wesentlich besseren Eindruck wie vorher. Aber das werde ich jetzt im Praxistest zeigen, ob das wirklich alles funktioniert. Da sieht man jetzt auch, ich habe mich richtig in Unkosten gestürzt. Ich habe 6 Rollen Forstzaun gekauft. Auf einer Rollen sind jeweils 50 Meter drauf. Der ist 1,60 Meter hoch und ist da unten hasendicht. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, was da jetzt eine Rollen genau gekostet hat. Ist ja ehrlich gesagt wurscht, weil wir brauchen ja. Und er ist für einen guten Zweck. Bevor ich den Kipper aber jetzt rausziehe, möchte ich euch noch schnell was zeigen. Ich bin ja da letztes Mal beim Holzspalten in die Kommentare gefragt worden, welcher dem HT-Rohr, ob das die Temperatur aushält. Einer hat geschrieben, 95 Grad hält so ein Rohr aus. Ja, kann sein, aber dann ist der Deizer ein wenig wärmer. Ich habe zurückgeschrieben, grundsätzlich hat es ausgehalten. Das Einzige, wo er ein wenig nachgegeben hat, ist der 45 Grad Bogen da unten. Da sieht man es. Der Bogen schaut eigentlich genauso oder hat eigentlich genauso ausgeschaut wie der Bogen. Da ist ja der Auspuff reingesteckt, also der geht ungefähr bis daher. Und dann geht das ganze Abgas da eigentlich an dem Bogen vorbei. Und das war ein bisschen die Schwachstelle. Ich habe den da mit einem Expander da hitzung, damit es nicht runter vibrieren kann. Und ich glaube schon, dass man es sieht. Also da hat das ein wenig nachgegeben, das Kunststoff. Trotz alledem war der Test erfolgreich. Ich war immer in der frischen Luft gestanden beim Spalten und das wollte ich ja damit erreichen. Das ist keine Dauerlösung, das war jetzt nur mal zum Probieren. Und das war für mich jetzt der Grund, dass ich entschieden habe, dass ich den Auspuff umbauen werde. Ich werde das ganze Zeug da unten wegbauen und werde da direkt an dem Krümmer anschließen und das Auspuffrohr dann nach oben legen. Ich weiß sowieso nicht, warum da so ein Auspuff nach unten dran ist. Also was hat das für einen Grund, vielleicht wisst es ihr, oder was hat das für einen Vorteil, bei einem Bull durch einen Auspuff nach unten zu bauen und nicht nach oben? Ist welcher der freien Sicht, dass man da das Auspuffrohr nicht im Sichtfeld hat oder hat es einen anderen Hintergrund? Ich weiß nicht. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr einen plausiblen Grund wisst, warum man beim Bulldoch einen Auspuff nach unten baut. Beim Johnny ist ja genauso. Da weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht. Da werde ich mir wahrscheinlich auch noch die Arbeit machen und den Auspuff nach oben irgendwann legen, wenn ich mal ganz viel Zeit habe. Dann habe ich ja jetzt den Rest von dem Backel noch verbaut. Mein Heckgewicht hat jetzt diese Fangschalen gekriegt. Aus dem einfachen Grund, dann braucht man mit dem Unterlenker da nicht so hinziehen und da genau die Kugel treffen. Und dann kann man jetzt an die Fangschale da so herfahren und dann geht es da automatisch in die Kugel rein. Der Mulcher hat 2 neue Kugeln gekriegt, Kategorie 1 auf Kategorie 2, weil die Bolzen von dem Mulcher sind Kategorie 1. Das gleiche auch bei der Seilwinden, da ist der Bolzen auch Kategorie 1 und Kugel brauche ich Kategorie 2. Da habe ich auch so eine Kugel drauf gemacht. Da habe ich zuerst immer mit so, da gibt es so Reduzierhülsen von 1 auf 2. Da habe ich immer so eine Kugel mit Hülsen drum gehabt. Die hat jetzt auch eine eigene Kugel, die wo auch für immer dort bleibt. Und als letztes dann auch der Pflug, bei dem ist das gleiche. Da ist der Bolzen Kategorie 1 und die Kugel K2. Der hat eine neue Bolzen gekriegt, die können jetzt auch dran bleiben. Dann brauche ich die Kugeln nicht immer wechseln. Da beim Bündelgerät sieht man es jetzt auch, da habe ich auch so Fangschalen dort. Die habe ich schon allerweil dort. Also die kann ich jedem bloß empfehlen, wenn man es hinmachen kann. Immer kann man es nicht hinmachen, weil man da dann irgendwie nur ein Blech hat oder irgendwas. Aber wenn der Zapfen da so offen ist, so Fangschale, die ist echt gut wert. Die Staubschutzkappen habe ich jetzt auch schon hingemacht. Also die grüne ist echt super, muss ich sagen. Bei der blauen weiß ich nicht. Also die ist von der Artikelnummer her die gleiche,
Eigentlich bis auf eine Ziffer, und das denke ich mal, das ist die Farbe, aber die ist irgendwie, weiß ich nicht, die schaut aus, wie wenn es da nicht hinkommen darf. Die grüne, die ist da richtig schön satt drauf, die bleibt auf der Position, wo man es hindreht, aber die blaue, die hängt da dort, ja, larifari. Man sieht das ja so, dass die ein bisschen unterschiedlich sind. Also bei der blauen, weiß nicht, ob Sie es hier auch seht, da ist der Korb bunt, und bei der grünen, da ist da nochmal so ein Bund. Von hinten, glaube ich, sieht man es. Da, in dem Bereich meine ich, da ist da nochmal so ein Bund dort. Der ist bei dem blauen nicht. Da ist das einfach durchgängig gleicher Durchmesser. Und diese Rostnasen, sage ich jetzt einmal, die haben da bei dem grünen auch weiter drin oder schmäler. Also, ich weiß nicht. Von der Artikelnummer her haben sie beide fast gleich, aber irgendwie haben sie zwei unterschiedliche Kappen. Darum mache ich jetzt einfach zwei grüne hinten hin. Ja, jetzt habe ich halt das gleiche Problem wieder. Jetzt weiß ich halt wieder nicht genau, was für uns das für Ziehung und was für uns das für das Drucker ist. Aber der untere, weiß ich, der ist fürs Drucker, für den Kipper, und der obere ist fürs Ziehen. Nein, muss man halt merken. Die blaue, die werde ich jetzt einmal probieren, ob die da vorne an der Zange, da möchte ich nämlich auch so Staubschutzkappen, die gehe auf die andere Seite über. Da werde ich jetzt einfach mal probieren, dass ich die vielleicht da vorne an der Zange verbauen kann, weil da haben nämlich auch diese Gummistöpsel. Irgendwie haben sie nicht schlecht, diese Gummistöpsel, die haben halt wasserdicht auch, als wenn es den wascht oder so. Da war es vielleicht auch nicht schlecht. Ihr habt da viel mehr Erfahrung wie ich. Sagt mir, ob diese Staubschutzkappen was taugen oder ob ich lieber diese Gummistöpsel dort lassen soll. Ich mag es irgendwie nicht. Die hängen da rum, dann geht der Dreck da rein. Und also die Staubschutzkappen, die waren schon recht praktisch. Aber ja, die Gummikappen, glaube ich, die haben schon eine Daseinsberechtigung. Und ich weiß eh nicht, ob diese blauen Kappen jetzt da vorne drauf passen. Und dann habe ich eh bloß zwei, und dann brauche ich die noch vier. Dann müsste ich welche, ich glaube, da kostet auch nicht 2 € oder so, welche 4 €, wieder 7 € Versand. Ja, keine Ahnung. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob die Kappen was taugen oder ob ich die da hinten auch wieder runter machen soll. Die waren jetzt bloß einmal so zum Probieren. Bevor ich mit dem Kipper jetzt eine Probefahrt machen kann, muss ich jetzt zuerst ein wenig Tetris spielen. Das heißt, der Deiz muss raus. Den Holzspalter habe ich jetzt schon wieder da hinten an seinen Platz hintergestellt. Also der Deiz muss raus, damit ich die Zange wegmachen kann vom Johnny. Die muss ich wegmachen, damit ich die Palettengabe hinmachen kann. Damit ich mit der Palettengabe das Bündelgerät, wo am Johnny drauf ist, wieder da aufstellen kann. Das brauche ich jetzt vorerst einmal nicht. Und das Bündelgerät muss ja weg, damit ich den Kipper da hinten hängen kann. Das hört sich jetzt alles ein wenig kompliziert an, ist aber nicht, weil das muss ich jetzt nicht jeden Tag machen. Jetzt, wo ich die Zange sowieso wegbaue, habe ich mir gedacht, probiere ich das mit den blauen Staubschutzkappen einmal bei den Anschlüssen. Also da muss ich sagen, passen die Kappen wesentlich besser. Man sieht ja, die Kappen, die ist ziemlich fest drum. Man, klar, kann man es ein wenig verschieben, aber das wackelt nicht so umeinander wie bei den Kipperanschlüssen hinten. Ich werde jetzt einmal bei den zwei, ich habe eh bloß zwei, bei den zwei Anschlüssen werde ich die Kappen jetzt einmal drum lassen. Und einfach mal schauen, wie sich das verhält mit dem Staub und mit dem Dreck und wenn es regnet mit dem Wasser. Ja, klar, diese Gummikappen sind natürlich wesentlich dichter, aber praktischer zum Kuppeln finde ich das schon mit den Klappen. Werden wir sehen, wie sich das verhält. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Kappen, die wo da im Deckel oder da irgendwo eine Gummidichtung haben, damit das besser abschließt. Für meine Zange habe ich mir da ja so ein Rollwagerl gebaut. Das ist halt jetzt praktisch, weil wenn ich die weggebaut habe, die Zange, dann kann man noch das Wagerl dann auf die Seiten schieben. Das hat jetzt noch keinen festen Platz. Ich schiebe es halt immer da hin, wo es nicht im Weg umgeht. Jetzt die Palettengabel hinbauen am Bulldach, das Bündelgerät da herstellen und das Bündelgerät dann aufheben und die Palettengabel wieder aufräumen.
Tetris-Spielen beendet. Das Bündelgerät steht jetzt drum, Gabi ist wieder drin und meine Zange steht da, Holzspalter, der Deiz ist auch wieder herin. Dann ziehe ich als nächstes jetzt den Kipper da vorne raus und mache mit dem eine Probefahrt. Und da seid ihr natürlich mit dabei. Also der Kipper hängt dran, die Auflaufbremse ist aktiviert. Ja, jetzt hätte ich gesagt, drehen wir mal Runden. Ich bin ja gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich habe irgendwo mal so einen Magnetfuß für meine Kamera gehabt, aber keine Ahnung, wo ich die jetzt hin habe. Ich habe jetzt da was improvisiert mit dem Stativ. Ich hoffe, dass die Kamera da hinten stehen bleibt, damit sie auch was sehen könnt. Ich habe jetzt zwar nicht übermäßig Gewicht auf dem Kipper hinten drum, das ist jetzt bloß der Zaun, aber das Eigengewicht vom Kipper müsste eigentlich lange, dass wir das testen können. Ihr müsst jetzt eigentlich ziemlich freie Sicht auf die Zugstange haben. Am schlimmsten war es eigentlich immer beim Schalten. Jetzt, wenn ich vom Gas rogge, da sieht man, dass er aufläuft. Und wenn ich dann wieder Gas gebe, da hat es immer gerumpelt wie die Sau. Und ich glaube, dass das jetzt weg ist. Selbst wenn ich ruckartig Gas gebe, mein Freilich merkt man, dass da was dran hängt. Aber das ist gar kein Vergleich mehr zu vorher. Jetzt drehen wir da Ehrenrunden um einen Holzplatz rum. Und dann schauen wir mal, wie das beim Schalten bergauf ist. Weil da war das auch immer eine totale Katastrophe. Aber bis jetzt schaut es gut aus. Stimmt mich schon mal zuversichtlich. So, also ich habe es einmal gehabt, bin im dritten Gang bergauf gefahren. Und dann hat er es nicht mehr gezogen. Dann habe ich den zweiten runterschalten müssen. Das simulieren wir jetzt einfach einmal. Ja, das ist ja super. Echt. Da merkt man gar nichts mehr. Ah, perfekt. Einwandfrei. Einwandfrei. Auch so gefällt mir das, wenn ein Plan funktioniert. Also was soll ich sagen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Das funktioniert jetzt so schön. Das haut jetzt so schön hin. Der läuft jetzt so schön hinten nach, wenn er aufläuft und das wieder rausgezogen wird. Wunderbar. So wollte ich das haben. Und ich hätte ja nie geglaubt, nie, dass das an so einem kleinen Gummiteil liegt. Aber anscheinend hat es seinen Grund, sonst war es nicht drin. Jetzt weiß ich auch, für was das da ist, damit das da hinten nicht so rumpelt. Das lasse ich jetzt so. Never touch a running system. Das bleibt da so. Ich habe die Bremstrommel auch schon mal runden gehabt. Ich habe die Radlager schon mal nachgestellt und geschmiert. Das müsste jetzt eigentlich alles passen. Er bremst auf der rechten Seite ein bisschen mehr wie auf der linken Seite. Das kann man vielleicht noch nachstellen, aber nein, ich lasse das so. Ich lasse das jetzt so. Ich bin jetzt zufrieden. Man glaube, ihr merkt es, ich freue mich jetzt so dermaßen, dass das jetzt funktioniert. Dank eurer Hilfe natürlich, sonst wäre ich da wahrscheinlich nie drauf gekommen, weil sonst hätte ich immer gemeint, das liegt an der Stange. Und durch das, dass ihr mir, also besonders Daniel und Johannes, du, mir da Fotos gemacht habt, mit denen ich maße, das hat mir unbändig geholfen. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ich lade jetzt das Zeug da auf. Genau.
ich lade jetzt das Zeug da auf dem Kipper, der Zaun bleibt drum. Dann schaue ich mal, was ich sonst noch so alles brauche, dann fürs Zaunbauen, und dann schauen wir mal, mit was das weitergeht. Mittlerweile ist draußen finster geworden, Kinder sind alle im Bett, jetzt kehrt auf dem Grundstück wieder Ruhe ein. Ich habe mir in der Werkstatt ein wenig ein Feierl angeschirrt und ein halbes Bier haben wir aufgemacht. Jetzt genieße ich den Feierabend. Der Kipper ist soweit aufgeladen. Ich habe jetzt ziemlich alles drum, was ich brauche für das Zaunbauen. Ich habe mich jetzt wieder in die Halle reingeschoben, weil die nächsten Tage sagt ein bisschen ein schlechtes Wetter und ich möchte nicht, dass das Zeug dann draußen umeinander steht. Jetzt möchte ich noch kurz auf ein Thema eingehen, über das bin ich jetzt schon öfters in die Kommentare gefragt worden, und zwar ist das Thema Scheitholzheizung. Ich habe ja in dem ersten Video, wo ich über das Holzspalten gemacht habe, gesagt, dass wir unseren Ölkessel rausmachen möchten und stattdessen einen Holzvergaser einbauen möchten. Das wird ja definitiv passieren. Es ist nur so, wir haben einen 7000 Liter Öltank im Keller und der ist mindestens noch dreiviertel voll. Also da haben gewiss noch 5000 Liter Öl drin. Das werden wir jetzt über den Winter langsam verbrauchen. Also frieren müssen wir im Winter mit Sicherheit nicht. Und nächstes Jahr geht es dann langsam los, dass wir mit dem Projekt Scheitholzheizung anfangen. Ich muss dazu erst einmal diese Schreinerwerkstatt abbauen, also das Gebäude, weil da dieses neue Gebäude, dieses Heizhaus, sage ich mal, an diese neue Halle jetzt mit angeschlossen wird, damit es einfach ein sauberes Büttel ergibt. Und da kommt diese Scheitholzheizung dann rein. Also es wird wahrscheinlich so Mitte nächstes Jahr, bis das Projekt dann losgeht. Ich bin momentan immer noch so einen Heizungsbauer habe ich mittlerweile gefunden, der wo mir das macht. Aber ihr wisst selber, Handwerker, besonders Heizungsbauer, ist momentan ein schwieriges Thema. Die haben alle keine Zeit, die haben alle ziemlich ausgelastet. Sie haben Probleme mit der Materialbeschaffung. Das ist, glaube ich, momentan so das größte Problem, und der Preis. Okay? Es ist unbändig, wie die Preise momentan steigen. ETA, wir haben jetzt dabei, diesen Ofen zu schauen, dass man heuer noch kriegen, weil ETA hat jetzt angekündigt, im Jahreswechsel 4,5% oder 4% Preiserhöhung. Also brutal. Das, was der Ofen vor 3 Jahren ohne Förderung gekostet hat, das kostet er jetzt momentan fast mit Förderung. Also das ist echt der Wahnsinn. Auf jeden Fall werden wir schauen, dass wir diesen Holzvergaser, diesen Scheitholzkessel heuer noch kriegen. Genauso wie diese Pufferspeicher. Wir haben ja einen 1000 Liter Pufferspeicher, einen 700 Liter Pufferspeicher und einen 400 Liter Brauchwasserspeicher im Keller unten stehen. Ich blende euch schnell ein Foto ein, wie es in unserem Heizraum ausschaut. Da schreckt es nicht. Das ist ein Rohrlabyrinth, also teilweise kenne ich mich selber nicht mehr aus. Das kommt alles raus, das wird alles umgebaut. Ich möchte eine klare Struktur drin haben. Zu dem 1000 Liter Pufferspeicher kommen im Keller unten Nummer 2 1000 Liter Pufferspeicher dazu. Somit haben wir im Keller dann eine Pufferkapazität von 3000 Liter. Und dieser 700 Liter Pufferspeicher, der kommt dann rauf in die Schreinerwerkstatt, weil damit möchte ich die Schreinerwerkstatt mit 2 Heizkörper oder Deckenheizung, das ist noch nicht ganz klar, möchte ich diese Schreinerwerkstatt dann heizen. Der 400 Liter Brauchwasserspeicher, der fliegt raus. Erst war der Plan, es kommt eine Frischwasserstation rein. Wobei sie dann im Gespräch mit meinem Heizungsbauer herausgestellt hat, das ist keine gute Idee, weil unser Wasser dazu einfach nicht passt. Also er hat gemeint, da werde ich auf kurz oder lang innerhalb von ein paar Jahren Probleme mit dem Plattenwärmetauscher kriegen. Wir werden einen neuen 300 Liter Brauchwasserspeicher reinstellen, der von diesem Pufferspeicher dann aufgeheizt wird. Das, glaube ich, ist für uns auch das beste Konzept, und so werden wir das umsetzen. Das wird jetzt noch ein wenig dauern, also geduldet euch noch. Ihr werdet definitiv, sobald es was Neues gibt, erfahren, was Sache ist. Aber ich sage mal, bis Mitte nächstes Jahr wird da nicht viel passieren. Was mich jetzt zum Schluss noch interessieren hat, war, wie euch das neue Format Peters Wurstsalat gefällt. Soll ich öfters solche Videos machen? Manche nennen es Vlog, manche nennen es einfach mal mitgenommen. Bei mir ist es Peters Wurstsalat, weil ich da einfach zeige in den Videos, wo sie die ganze Woche so umeinander wurschtelt. Schreibt es mir unten in die Kommentare, ob ich öfters sowas machen soll oder ob ich das lassen soll und nur Projektvideos machen soll. Und dann bleibt mir an dieser Stelle mal wieder bloß eins zum sagen. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es vielleicht wieder heißt Wurstsalat mit dem Peter.